Es gab auch Studien, wo es dann hieß, was glauben Sie, was ist das Schädlichste für Ihre Gesundheit? Und dann kommen natürlich die üblichen Verdächtigen wie keine Bewegung, wenn man sehr starkes Übergewicht hat und Rauchen und so weiter. Und das ist auch alles richtig. Aber der Killer Nummer eins für unsere Lebenserwartung ist tatsächlich Einsamkeit. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen älter werden, der 60-Plus-Podcast mit Bertram Kaspar und Katharina Maria Klein. In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die facettenreich etwas zu den schwierigen und schönen Aspekten des Älterwerdens sagen können. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Also lehnen Sie sich zurück, genießen Sie unseren Podcast und werden Sie dabei entspannt älter. Ein herzliches Hallo an alle Hörer und Hörerinnen. Heute sind wir mal wieder zu dritt vor dem Mikrofon. Der Bertram ist da, ich bin da und zu Gast haben wir heute Klaus Siedenhans. Klaus, so schön, dass du dir Zeit genommen hast und dass du heute Gast bist. Vielen Dank für die Einladung, über die ich mich natürlich sehr gefreut habe, insbesondere bei diesem Thema. Ich stell dich mal eben kurz vor an alle, die dich eben nicht kennen. Auf deiner Homepage schreibst du, du bist mit Leib und Seele Persönlichkeits-, Mental- und auch Feel-Good-Coach. Gleichzeitig wissen wir, bist du auch Autor und als Redner hältst du motivierende Vorträge über deine Bücher, die du bisher geschrieben hast. Und letztlich, bei dir geht es um Freude und ganz besonders um positive Gestimmtheit. Und kennengelernt haben wir beide uns, wenn auch nur eigentlich so ganz kurz, auf der GSA-Convention im September. GSA, das ist die German Speaker Association oder auf Deutsch der Deutsche Berufsverband für alle Redner, Trainer und Coaches. Und da kam ich mit der Stefanie Selmer in Kontakt und habe der erzählt, was ich so mache und wie ich unterwegs bin und mit welchem Thema. Und hat sie sofort gesagt, oh mein Gott, du musst den Klaus kennenlernen. Und dann haben wir uns tatsächlich so zwischen Tür und Angel noch gerade so unsere Visitenkarten zugeschoben, weil dann das Programm schon weiterging. Und heute sitzt du mit uns hier gemeinsam vor dem Mikrofon und wir dürfen mit dir über dein aktuelles Buch sprechen. Und um fairerweise aber auch zu sagen, das Buch hast du nicht allein geschrieben, sondern da hast deine Frau, ihr habt das gemeinsam geschrieben. Ja, und das Buch heißt Nicht allein auf weiter Flur, ein unterhaltsamer Wegbegleiter aus der Einsamkeit. Und ja, ich finde, das Buch ist eine schöne Kombination aus eben deinen eigenen Erfahrungen, die, wie du so in der Welt unterwegs bist, wie du mit Menschen auch umgehst. Und aber auch eine sehr gute wissenschaftliche Einordnung des ganzen Themas. Bevor wir thematisch richtig einsteigen, gibt es heute etwas ganz Besonderes in der Folge, weil dankenswerterweise durch dich, Klaus, haben wir heute die Chance, all unseren Hörer und Hörerinnen eine Überraschung zu präsentieren. Und die, ja, die präsentieren wir am Ende, also bleibt gerne dran. Klaus, das Buch geht ja insgesamt über Einsamkeit. Wie beschreibst du denn Einsamkeit? Erzähl uns das doch mal. Das ist eine gute Frage, die gar nicht allgemeingültig zu beantworten ist. Denn Einsamkeit ist ja ein höchst individuelles Gefühl. Es gibt keine echte Definition von Einsamkeit. Was ich aber sagen kann, ist, dass jeder, der das Wort Einsamkeit hört, sofort etwas damit anfangen kann. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, sogar jedes Kind dieses Gefühl von Einsamkeit kennt. Der eine fühlt Trauer, manche fühlen Kälte, manche fühlen natürlich auch so dieses Niemanden zu haben. Mhm. Also das ist eine höchst individuelle Sache, das ist ein höchst individuelles Gefühl, das aber eben doch jeder kennt. Also das ist ja keine allgemeingültige Definition, aber ich denke, das trifft es ziemlich am besten. Mhm. Und wie würdest du das zum Alleinsein abgrenzen?
Das ist für mich sogar ein sehr, sehr großer Unterschied. Mhm. Denn Alleinsein ist per se nichts Schlechtes. Auch wenn das so, wenn man im Sprachgebrauch sagt, ach, ich bin so allein. Viele meinen dann tatsächlich, ich bin einsam oder ich fühle mich einsam. Denn es ist ja mehr ein Gefühl. Manche Menschen sind ja unter anderen Menschen und fühlen sich trotzdem einsam. Darauf komme ich nachher noch. Das Alleinsein, das kann eine sehr angenehme Sache sein. Ich spreche einfach mal von mir, dass ich nicht über andere Menschen reden muss. Ich brauche das tatsächlich, so diese Zeit für mich alleine. Mal, sei es alleine spazieren zu gehen, was auch immer zu machen, alleine ins Fitnessstudio zu gehen. Gut, da bin ich wieder unter anderen Menschen, selbstverständlich. Alleine zu lesen oder vielleicht auch mal, ja gut, vielleicht mal alleine irgendwo hinzufahren. Das mache ich zwar tatsächlich nicht dann, aber das wäre genauso okay. Das ist einfach Zeit, um Kraft zu tanken. Dann für Menschen wie mich. Also andere Menschen können das natürlich anders sehen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass alle Menschen eine gewisse introvertierte Ader haben. Natürlich gibt's diese Rampensäue, die auf der Party im Mittelpunkt stehen und so weiter. Das ist auch alles okay und manche ziehen eben daraus, also diese Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen, auch sehr viel Kraft und sehr viel Energie für sich selber. Ich habe bei mir schon vor vielen, vielen Jahren festgestellt, dass ich zwar gerne Vorträge halte oder gerne Seminare gebe, das mache ich wirklich gerne, aber ich spüre einfach, dass ich die meiste Kraft für mich daraus ziehe, dass ich auch mal Zeit für mich habe, einfach über irgendwelche Dinge nachzudenken. Das muss nicht immer hochphilosophisch sein, kann aber durchaus hochphilosophisch sein. Also ich glaube, dass das wohl der Unterschied ist. Dieses Alleinsein, das kann wirklich positiv sein, wenn es freiwillig ist. Wenn ich sage, Mensch, ich möchte jetzt mal eine Stunde, einen Tag für mich alleine sein. Ja, genau. Mir geht das ähnlich wie dir, dass das für mich ganz positiv belegt ist, das Alleinsein. Und dass ich mich da neu ausrichten kann, neue Impulse kriege durch die Selbstbeschäftigung. Und ich stelle das sogar manchmal bewusst her, also dass ich mir wirklich Inseln des Alleinseins schaffe. Und das ist für mich total wertvoll. Und dann kriegt das eine andere Komponente und ich spüre da gar nichts von Einsamkeit. Also von diesem Gefühl von Einsamkeit spüre ich überhaupt nichts, sondern genau im Gegenteil. Das meinte ich, genau. Ja, genau. Ja, spannend. Ja, wir jüngeren Menschen, sag ich mal, wir sagen, also letztlich das, was ihr gesagt habt, haben, also das Bedürfnis, alleine mal zu sein, bezeichnen wir dann einfach, ich brauche Me-Time. Ist letztlich einfach nur der englische Begriff, aber, oder eben diese Quality-Time, Qualitätszeit, wie du es jetzt auch beschrieben hast, Klaus. Genau, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen, wahrscheinlich auch. Dieses alleine für sich sein ist Qualitätszeit für mich zum Auftanken, zum Sortieren, zum Nachdenken. Und gleichzeitig dieses Gefühl von Einsamkeit ist eher ein innerer Schmerz vielleicht auch. Also ich kenne das Gefühl auch so und ich würde es eben auch als irgendwie innerer Schmerz, glaube ich, beschreiben wollen. Ohne dass es ein körperlicher Schmerz ist. Ja, aber ja, könnte aber sogar auch körperlich sein, aber ja. Du sagst jetzt gerade schon, okay, dann greife ich jetzt dann noch nicht vorweg. Ich möchte aber trotzdem nochmal auf das Thema Einsamkeit gehen. Ich glaube, ich habe das noch nicht gut genug definiert, wie Menschen das empfinden können. Das habe ich gesagt, das ist eben höchst individuell. Ja. Ich habe festgestellt in vielen Gesprächen oder in Podiumsdiskussionen, dass ich viele Menschen gar nicht bewusst sind, dass es auch unterschiedliche Formen von Einsamkeit gibt. Wenn Menschen an Einsamkeit denken oder darüber sprechen, dann meinen sie sehr häufig die soziale Einsamkeit. Sie denken an die ältere Dame, an den älteren Herrn, wo der Partner weggestorben ist oder sie ist halt einfach alleine oder er ist alleine. Das ist das eine. Das ist dann, und sie kann vielleicht nicht mehr wegfahren, weil sie irgendwie eingeschränkt ist und nicht mehr so weit laufen kann und so weiter, dann ist die Gefahr, sozial einsam zu werden, weil einfach niemand da ist, wenn vielleicht auch keine Kinder da sind oder nicht in der Nähe, dann ist das natürlich soziale Einsamkeit. Aber ich glaube, dass jeder, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, das Gefühl vielleicht kennen, auf einer Party zu sein oder irgendwo auf einer Veranstaltung zu sein, wo man vielleicht sogar andere Menschen kennt und viele von denen vielleicht sogar mag, aber trotzdem
sich einsam zu fühlen, was ja seltsam ist. Also ich kenne das von früher und ich glaube, viele Menschen kennen das. Und ich habe mich früher manchmal gewundert und dachte, komm, da sind doch so viele da, das sind doch Freunde, das sind Bekannte, die mag ich doch eigentlich. Und trotzdem hatte ich dieses Gefühl. Und jetzt haben wir natürlich für dieses Buch sehr viel recherchiert. Falls es noch passt, erzähle ich gerne, wie es zu dem Buch gekommen ist. Aber was wir festgestellt haben, ist eben, dass man eben unter Menschen einsam sein kann. Und das ist einfach, oder einfach ist gut, das passiert eben, wenn die Qualität der Beziehungen nicht so sind, wie ich sie gerade brauche. Das kann auch eine Momentaufnahme sein. Ich brauche ja nicht zu jedem Zeitpunkt das Gleiche. Ich habe ja auch nicht ständig Hunger. Dann, aber wenn ich in dem Moment etwas brauche, was mir mein Umfeld nicht geben kann, dann ist, und das passiert häufiger, nicht mal eben für 5 Minuten, davon rede ich jetzt natürlich nicht, und das passiert häufiger, dann ist die Gefahr, emotional einsam zu werden, relativ groß. Genau, vielleicht passt es jetzt über dein Buch nochmal und die Entstehungsgeschichte zu erzählen. Gerne. Ja, ich hatte ja viele Jahre lang, ich hatte 22 Jahre lang ein IT-Unternehmen, beschäftige mich aber mit Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Hypnose und alles Mögliche. Ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht, seitdem ich, weiß nicht, 18, 19, 20 Jahre alt bin. Das ist ein Thema, das mich immer interessiert hat. Warum? Weil ich zwar mit 18, 19 ziemlich beliebt war, weil ich halt meistens gut drauf bin, aber ich hatte ziemlich wenig Selbstbewusstsein und wollte halt dann damit arbeiten. Was kann man denn so machen? Gut, aber jetzt wieder zurück. Ich hatte meine IT-Firma und als ich die noch hatte, wurde ich mal von einem guten Kunden, mit dem ich, wenn das Geschäft gemacht war, dann eben auch viel privat geredet habe, dann hat der zu mir gesagt, Herr Siedenhans, Sie haben doch auch Mitarbeiter, Sie haben doch auch Stress, das geht da gar nicht anders. Sie sind aber immer so ausgeglichen, Sie wirken so positiv, wie machen Sie das? Dann haben wir halt ein bisschen geredet und dann hat er mich gefragt, könnten Sie mich coachen? Da habe ich gesagt, wie coachen? Wir machen doch IT. Ende vom Lied war, ich habe ihn gecoacht und wir sprechen heute noch sehr gerne miteinander. Und der hat mich dann weiterempfohlen und dann habe ich also neben meinem IT-Unternehmen dann tatsächlich begonnen zu coachen und mich natürlich auch in diese Richtung dann noch deutlich intensiver ausbilden zu lassen. Und jetzt komme ich auf deine Frage, Bertram. In meinen Coachings, das sind sehr unterschiedliches Klientel, das mit dem ich rede. Es sind auch viele Manager, Managerinnen dabei, teilweise unheimlich erfolgreich, die auch sagen, ja, mir geht's gut, finanziell geht's mir gut und ich habe eine tolle Firma und ich habe eine tolle Familie. Aber, und wenn das Wort aber kommt, dann weißt du ja schon, irgendetwas fehlt. Und dann habe ich immer wieder gemerkt, ja, dieser Mann, diese Frau ist einsam eben. Und jetzt reden wir natürlich, könnt ihr euch vorstellen, von emotionaler Einsamkeit, dass etwas fehlt, obwohl die Ehe in Ordnung ist und so weiter. Da hat halt dann irgendetwas gefehlt, was halt für das eigene Leben, für das eigene Empfinden wichtig gewesen wäre. Dann reicht's halt nicht aus, ein tolles Auto zu fahren, unheimlich viel Geld zu verdienen und auch eine Frau zu haben, die man liebt, oder wenn es eine Frau wäre, halt einen Mann zu haben oder was auch immer. Manchmal gibt's halt Dinge, wo man etwas anderes braucht. Und dann kommt eben diese emotionale Einsamkeit. Und dann habe ich begonnen, habe mit meiner Frau darüber geredet und dann hat sie gesagt, schreib doch ein Buch. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Und ich habe eine ganz tolle Frau, die steht immer hinter mir und die liest dann mit. Und dann haben wir begonnen, auch wissenschaftliche Studien zu lesen, weil wir gemerkt haben, nee, nur die Geschichten zu erzählen, die ich erlebt habe, das reicht nicht aus. Das brauchen wir einmal mehr Fakten. Und also um auch zu sagen, ja, das ist auch belegt. Denn Einsamkeit ist ja heute auch insbesondere bei uns doch noch ein relativ stigmatisiertes Thema. Über Einsamkeit spricht man doch nicht. Ich meine, wer sagt denn von sich, ich bin einsam? Das erfordert ja unfassbar viel Mut. Manche trauen sich das und ich habe jedes Mal sehr, sehr großen Respekt davor und finde das großartig und den einzig richtigen Weg. Aber das war dann eben der Grund, dieses Buch zu schreiben und wir haben uns dann lange eingearbeitet. Und wir haben für ein 210-Seiten-Buch 3 Jahre gebraucht, aber einfach, weil uns eine gute Recherche so wichtig war. Es ist also ein Mix aus
wissenschaftlichen Dingen, also das Ganze populärwissenschaftlich aufbereitet, nicht zu viel, dann aber eben auch dann viele persönliche Geschichten und dann natürlich auch, weil das ist ja dann auch mit das Wesentliche, Angebote, wie man es denn schaffen könnte, entweder erst gar nicht einsam zu werden oder aus dieser Einsamkeit herauszukommen. Total spannend. Und apropos Fakten, du kennst das vielleicht auch oder ihr beide aus Coachings, gerade wenn wir uns einsam fühlen, wo das so ein Tabuthema ist, haben wir ja auch manchmal so das Gefühl, ich bin gerade der einzige Mensch auf der Welt, der einsam ist. Nur mir geht es gerade so. Ja. Und lassen wir mal so Daten, Zahlen, Fakten sprechen. Es sind tatsächlich in Deutschland fühlen sich 3,5 Millionen Menschen einsam. Das ist ja schon eine enorme Zahl. Ich habe auch vorhin überlegt, das ist eigentlich fast ganz Berlin, wenn man nur die Zahl nimmt. Und was glaubst du, Klaus, warum bekommen wir so wenig davon mit eben, dass sich so viele Menschen doch irgendwie einsam fühlen? Ist es nur der Grund, dass wir nicht drüber sprechen wollen, weil es so tabuisiert ist, oder gibt es noch andere Gründe? Ich glaube, dass es der Hauptgrund ist, aber ich möchte das Ausmaß von Einsamkeit noch ein bisschen präzisieren. Ich meine, es gibt jetzt nicht genaue Zahlen, weil auch die Fragebögen, also Deutschland ist mittlerweile auf einem guten Weg im Kampf, ich nenne es mal Kampf gegen die Einsamkeit mit diesem Kompetenznetz Einsamkeit KNE, dem wir natürlich dem wir angehören und wo wir eben auf diese ganzen Veranstaltungen eben auch gehen, um ja nichts zu verpassen oder natürlich auch im besten Fall etwas beitragen zu können. Die Zahl ist tatsächlich noch höher, Katharina. Aber gut, wenn du die sehr stark, also wenn du die Menschen betrachtest, also wirklich chronisch sind, dann stimmt diese Zahl ungefähr. Wir reden natürlich auch immer ein bisschen von Hochrechnungen, ist ganz klar. Aber wir wissen ja von den Wahlen, dass Hochrechnungen oftmals ziemlich gut ins Schwarze treffen. Tatsächlich dieses Gefühl von ab und zu einsam fühlen, was dann eben auch angekreuzt wird in Fragebögen oder sich immer wieder mal einsam fühlen, da wird die Zahl vermutlich irgendwo zwischen 20 und 30 Millionen liegen. Und stellt euch das mal vor, wenn wir uns Deutschland mit ein bisschen über 80 Millionen Einwohnern und dann 20 bis 30 Millionen Menschen, die sich immer wieder einsam fühlen. Und da frage ich mich auch, wenn ich jetzt einen Fragebogen bekomme oder jeder andere Mensch natürlich auch dann, wie oft muss ich tatsächlich einsam sein, dass ich überhaupt auf die Idee komme, anzukreuzen, ich fühle mich ab und zu einsam. Dann ist das ein Gefühl auf jeden Fall, das man schon häufiger erlebt hat und mit dem ich mich natürlich nicht wohlfühle. Und jetzt habe ich mich wieder um Kopf und Kragen geredet. Wie war nochmal die Frage? Sorry. Ja, letztlich, warum wir so wenig davon mitbekommen, dass ja doch so viele Menschen, die 3,5 beziehen sich auf dieses Chronische. Und warum, man kann ja fast sagen, fast jeder zweite, dritte hat mal irgendwann das Thema Einsamkeit. Also das ein großer Grund, vielleicht der größte Grund ist aus meiner Sicht schon, dass es eben dieses stigmatisierte Thema ist, was wir eben schon einmal hatten, dass man darüber nicht spricht und schon gar nicht, dass man eben selber sagt, also jetzt will ich nicht wiederholen, aber oder nicht zu viel wiederholen, was ich eben schon gesagt habe. Es ist halt so ein Thema, das dann negativ ist und Menschen lassen sich, und das ist auch nichts Verwerfliches, natürlich lieber in dem guten Licht dastehen. Dieses Stigmatisierte ist ja auch, das könnte man ja, wenn man unschön denkt, auch so interpretieren, dass man sagt, was, der Bertram ist einsam? Ja, das wird schon seine Gründe haben. Das wird schon so ein komischer Kauz sein oder welche Gedanken kommen könnten. Vielleicht denken das die anderen gar nicht, aber das spielt sich ja alles nur in meinem Kopf an, wenn ich der Betroffene bin, der also nicht darüber reden möchte, weil halt viele auch so erzogen wurden und werden, immer schön lieb sein, damit die anderen gut über dich reden und gut über dich denken, was ich für eine ungünstige Strategie halte. Aber das ist halt oftmals so. Ne? Also deshalb vermeiden viele um jeden Preis den Eindruck zu erwecken, einsam zu sein. Und
deshalb ist es halt dann eben auch so, zum Zweiten ist eben Einsamkeit auch ein unsichtbarer Begleiter. Wenn jemand Freude zeigt oder Trauer zeigt, das sieht man. Wenn sich jemand freut, wenn du lächelst, Katharina, oder vielleicht betrübt schaust und auch natürlich jeder andere Mensch, das merkt man und spürt man dann zumindest, irgendwas ist da positiv oder auch vielleicht gerade nicht so schön. Und deshalb habt ihr bestimmt schon mal gedacht, Mensch, der wirkt aber traurig oder Mensch, die ist toll drauf dann, ne? Aber wann habt ihr wirklich schon mal gedacht, Mensch, der wirkt aber einsam? Das passiert manchmal, ja, aber doch deutlich weniger oft. Ich glaube, da ist vor allem die erkennbare Dunkelziffer so für unser Einzelnen. Ist das gerade logisch, was ich sage? Also, dass ich eben das gar nicht so einschätzen kann, ist jemand einsam oder nicht? Richtig, oder wie geht es dem eigentlich, obwohl der vielleicht den ganzen Tag gut drauf ist, lächelt und irgendwie der Clown richtig, im Büro ist oder in der Schule oder im Studium. Aber letztlich, wenn der zu Hause ist, fällt genau diese Maske ab. Und genau da ist diese Einsamkeit schöne dann da. Und das ist dann eben nicht die emotionale Einsamkeit, ne? Du hattest es vorhin so wunderbar getrennt, soziale und emotionale. Das ist ein sehr schönes Bild, Katharina, das ich für mich auch ähnlich habe. Dieses immer gut drauf sein, obwohl es in mir ganz anders aussieht, das sind Schutzmechanismen. Weil ich aus welchem Grund auch immer, und auch das ist natürlich nichts Verwerfliches, weil ich nicht den Mut habe, das zu offenbaren, ich fühle mich einsam, Ich nehme dann ein Bild, weil es mir so gut gefällt. Dann machen sich Menschen morgens fertig, sind vielleicht noch gar nicht so gut drauf, setzen sich ihre Maske auf, mit der sie die letzten Jahre auch schon überlebt haben, gehen durch den Tag. Sie wissen sich, wie sie zu verhalten haben. Mit dem Verhalten haben sie immer überlebt, die ganzen Jahre und Jahrzehnte. Und wenn sie nach Hause kommen, könnte es natürlich leicht sein, dass sie sich völlig ausgebrannt fühlen, weil sie ja in gewisser Hinsicht auch Theater gespielt haben. Also ja denken und nein sagen oder umgekehrt erzeugt auch einen gewissen Stress in uns. Wenn ich mich eigentlich gar nicht gut fühle, aber ich tue so, als wäre ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt, dann ist es halt schwierig. Damit meine ich natürlich nicht, dass man jetzt rausgehen soll in die Welt, in die Arbeit oder wohin auch immer, und dann nur rumjammern soll, das meine ich jetzt nicht damit. Aber wenn ich Menschen habe, wenn ich eine Freundin, wenn ich einen Freund habe, bei dem ich glaube, ich kann mich demjenigen anvertrauen, dann kann ich nur raten, auch den Mumm zu haben und zu sagen, in einer geeigneten Situation, vielleicht nicht gerade irgendwo in der Straßenbahn, wie es mir denn wirklich geht. Und vielleicht kriege ich ja ein Ja, also ein Ja, ich möchte dir zuhören, ich interessiere mich für dich. Das Nein habe ich ja schon, wenn ich es nicht anspreche, dann habe ich das Nein automatisch, aber ich könnte ja ein Ja kriegen und diese Chance zu nutzen, empfehle ich sehr. Es erfordert Mut, ja, und es lohnt sich. Ich hatte gerade gestern ein Treffen mit einem guten Freund von mir. Und da haben wir auch in Vorgriff auf den Podcast heute darüber gesprochen, Unterschied zwischen Alleinsein und einsam. Und er hat dann irgendwann gesagt, ja, ich bin einsam. Und zwar den überwiegenden Teil meines Lebens. Du bist zwar mein Freund, aber trotzdem wünsche ich mir eigentlich eine Partnerin und eine Partnerschaft. Und darüber bin ich unheimlich einsam. Dadurch hat sich ein unheimlich intensives Gespräch entwickelt, dadurch, dass er sich geöffnet hat dafür. Das will ich einfach mal als ein positives Beispiel sagen und auch bestätigen, was du beschreibst, Klaus, weil ich glaube, das ist der Einstieg sozusagen da rein, dann sich auch mit der eigenen Einsamkeit auseinanderzusetzen und zu gucken, was kann ich dann tatsächlich machen. Ja. Ich finde das gerade auch total schön, wie du das erzählst, Bertram, weil, also zum einen, dass er sich dir gegenüber geöffnet hat und zum anderen, wir haben ja vielleicht auch manchmal die Angst als Empfänger zu hören, jemand ist einsam, man müsse jetzt was tun, man müsse den retten oder so. Aber es ist ja in dem Bereich, da darfst du weiterhin und sollst ja auch weiterhin sein Freund sein. Und das ist ein Themenbereich, wo du ihn gar nicht retten kannst, sag ich mal. Ne? Das ist, aber du darfst davon wissen. Du darfst wissen, wie es ihm in diesem Themenbereich oder Lebensbereich auch geht. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass das sich
darüber zu erzählen, wie es mir geht, dass ich mich einsam fühle, nicht sofort auch eine Botschaft ist oder als Botschaft verstanden werden soll, bitte helfe mir oder du musst jetzt was tun oder sowas. Das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig noch bei dem Thema. Vielleicht ist das vielleicht auch manchmal die Angst in beide Seiten in beiden Parts zum Thema Einsamkeit. Man müsse doch jetzt was tun oder man wirkt jetzt bedürftig. Das finde ich auch großartig. Das hast du jetzt schön gesagt, Katharina. Ich finde das auch toll, denn es hat auch eure Beziehung, weil ihr ja zum ersten Mal darüber geredet habt, nochmal auf ein anderes Level gehoben. Natürlich kannst du ihm das nicht ersetzen. Du kannst ihm nicht das geben, was er braucht. Aber überhaupt zu wissen, jemanden zu haben, mit dem man seine Ängste oder seine Wünsche überhaupt mal besprechen kann, jemanden zu haben, der einem selber zuhört, das ist, ich glaube, eines der wertvollsten Dinge überhaupt. Damit hast du ihm, wenn du auch nicht alles erfüllen kannst natürlich, aber damit hast du ihm ein Stück Einsamkeit genommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Nicht nur in dem Moment, sondern er weiß, dass er wieder zu dir kommen kann, weil er auf offene Ohren stößt. Von daher großartig, ganz toll. Genau, ihr habt ja in eurer Recherche auch gefunden, dass quasi, weil während der Corona-Zeit war ja die Einsamkeit der älteren Menschen so im Fokus. Gell, da haben solche Netzwerke wie Silbernetz von der Elke Schilling, die haben total Zulauf gehabt. Da, mit der habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, den kann ich auch noch mal verlinken. Ja. Und genau, und ihr habt aber auch gefunden, dass es ja gerade bei den jüngeren Menschen einen hohen Grad von Einsamkeit gibt. Das ist richtig. Dessen war ich mir vor dem Lesen dieser vielen, vielen, es waren hunderte Studien, auch gar nicht so bewusst, dass es in jeder Altersgruppe einsame Menschen gibt. Das kann man sich gut vorstellen. Aber dass es prozentual sogar mehr jüngere Menschen gibt in deinem Alter, Katharina, das ist mittlerweile bekannt, was ja auch überraschend ist. Wobei ich noch darauf hinweisen möchte, es soll natürlich jetzt hier kein Wettbewerb sein, wer ist einsamer. Jeder Mensch, der einsam ist, dem wünsche ich, dass er, sie einen Weg findet, um aus dieser Einsamkeit herauszukommen dann und nicht noch tiefer da rein zu geraten, denn diese Gefahr ist natürlich groß. Bei den jüngeren Menschen kann man sich ja wundern, warum, die sind doch, also das Bild, das man halt von jungen Leuten hat, das hatten unsere Eltern von uns und das haben halt heute ältere Menschen von den heutigen jungen Leuten, die sind doch ständig auf Partys, die sind beim Essen und die haben doch die sozialen Medien und Facebook und TikTok und alles Mögliche, wie können denn die einsam sein? Aber jetzt komme ich wieder auf dieses Thema, was ich ja schon mal gesagt hatte, die Qualität der Beziehungen. Wenn die Qualität der Beziehungen nicht so ist, wie ich sie brauche, dann hilft es mir halt nicht, mir 45 neue Facebook-Freunde zu suchen. Das ist dann vielleicht eine schöne Ablenkung. Und Ablenkung ist nicht unbedingt das Schlimmste, was man gegen Einsamkeit tun kann. Das ist sogar eine Empfehlung, sich auch mal abzulenken. Ob die sozialen Medien allerdings dafür der richtige Weg sind, bezweifle ich zumindest, denn viele Menschen stellen sich natürlich auch in den sozialen Medien besonders gut dar, noch ein bisschen hübscher, da wird noch ein Filter drüber gelegt und hier noch ein Gummibärchen oder ein Herzchen und alles Mögliche und alle sehen ganz toll aus und dann ist man Follower von irgendwelchen Superstars, von Männern, die einen wahnsinnigen Körper haben, wo ich sage, oh, so ein Sixpack habe ich nicht. Ich habe halt noch ein Speckmäntelchen drüber. Oder Frauen, die halt ganz, ganz toll aussehen und wo sich dann junge Frauen denken könnten, mein Gott, das schaffe ich nie, wie toll die aussieht dann. Das ist halt dann, da entsteht natürlich auch ein gewisses defizitäres Denken dann, dass man sagt, oh, so gut, ich bin, eigentlich kommen wir auf den Satz, ich bin nicht gut genug. Die anderen, die sind viel, viel besser. Und wenn ich mir das so oft anschaue auf irgendwelchen sozialen Medien, dann ist das ungünstig für meine Psyche. Und dann kann eben dieses Gefühl entstehen. Auch Single-Haushalte werden ja immer mehr. Wir haben gesehen, bereits 42% der deutschen Haushalte sind Single-Haushalte, was natürlich nicht per se heißt, dass jetzt 42% dieser Single-Haushalte einsam sind. Wenn man sich dafür entscheidet und sagt, ich möchte Single-Haushalt haben, dann aber die Qualität der Beziehungen, die passt, die stimmt und die ist so, wie ich das Ganze für mich brauche, dann ist das ja völlig in Ordnung.
Wenn das nicht so ist, dann wird es natürlich schwierig, wenn ich dann zu Hause auch noch alleine bin, also alleine im Sinne von einsam bin, dann ist das natürlich ungünstig. Auf der anderen Seite sind wir es natürlich auch heute gewohnt, dass wir alles schnell kriegen, schnell jemanden anrufen oder WhatsAppen oder wie auch immer. Dann hast du kurz Zeit und dann trifft man sich oder man schnackt am Telefon, also spricht am Telefon oder wie auch immer man das dann machen möchte, um sich dann wieder abzulenken. Das ist alles schön. Und ich kann Single sein und manche möchten vielleicht Single sein, um auf niemanden angewiesen zu sein. Denn diese finanziellen Abhängigkeiten wie früher, dass halt der Mann so dieses alte Bild so von meinen Eltern noch, der Mann hat das Geld nach Hause gebracht und die Frau hatte dann doch eine gewisse finanzielle Abhängigkeit. Das kann ja mit ein Grund sein, warum weniger Ehen geschieden wurden, als das heute der Fall ist. Und heute wollen wir halt frei über unser Leben entscheiden können und da bleibt halt weniger Raum, um kontinuierlich Zeit und Energie in die Pflege von Beziehungen hin mit anderen zu investieren. Wir sind es halt gewohnt, ich denke sofort, wenn ich das sage, wenn ich diesen Satz jetzt sage, an Amazon, wir sind es halt gewohnt, dass wir alles schnell und sofort kriegen und zack, ich brauche jetzt eine Freundin an meiner Seite oder einen Freund und dann rufe ich halt jemanden an und dann ist das alles da, aber eben nicht in dieser Qualität. Und wenn es auch nur so ab und zu ist, so ein bisschen Fastfood-mäßig, dann wird auch da mittel- und langfristig keine tiefe Bindung, keine intensive Bindung bestehen. Aber es lohnt sich, in diese intensiven Beziehungen zu investieren. Deshalb hat mir dein Beispiel und der Katharina ja auch, dass du gerade erzählt hast, Bertram, sehr, sehr gut gefallen. Aber dazu möchte ich den Satz sagen, wenn es eben nur so schnell, so Fastfood-mäßig ist, es gibt keine Beziehung to go. So dieses schnell, ich brauche mal schnell jemanden, sondern es macht Sinn, in diese Beziehungen zu investieren. Und das müssen auch nicht viele Menschen sein, dass ich da sage, ach, ich brauche 25 Freunde, dass ich glücklich bin, wenn ich es brauche. Und wenn ich meine, ich brauche das, gut, dann sage ich, such dir 25 Freunde. Aber tatsächlich ist es so, wenn du einen, nennen wir es ruhig, einen Seelenfreund, eine Seelenfreundin hast, die, mit der du gewisse Dinge teilen kannst, was natürlich auch immer auf Gegenseitigkeit beruhen sollte, im besten Falle, denn dann wird es auch lange oder für immer halten, dann kann das schon ausreichen. Genau, wenn das alles so ist, wie du es jetzt beschrieben hast, und ich kann das ja auch erleben, und du, Katharina, kannst es ja vielleicht auch in deiner Altersgruppe bestätigen, gell? Wenn ihr über diese Themen redet, dann frage ich mich natürlich als jemand, der sich auch mit dem Älterwerden beschäftigt, wie wird es, also wie entwickelt sich das bei immer älter werdenden Menschen, also bei einer immer langlebigeren Gesellschaft? Weil das ist ja dann die Frage, wenn wir jetzt schon 42% Single-Haushalte haben, und diese Zahl ist für mich auch beruflich wichtig, weil wir ja Pflegefamilien suchen, und wenn so viele alleine leben, dann wird es schwieriger, Familien zu finden, die Pflegekinder aufnehmen wollen. Also um mal so einen anderen Link noch kurz zu öffnen, das ist ein richtiges Problem. Und meine Frage ist natürlich, wie entwickelt sich das? Also wohin führt das? Das ist ja wirklich spannend. Also, und wir beide, Klaus, sind ja auch in diesem Alter der typischen Babyboomer, denen das dann irgendwann auch bevorsteht. Und wenn wir dann noch mit jüngeren Menschen konfrontiert sind, die das auch ähnlich für sich als Lebensmodell haben, eben quasi auch in einem Rahmen zu leben, der zumindest das Alleinleben auch in den Vordergrund stellt, dann bleibt uns ja, so ist zumindest so mein Vorsatz, wenn ich an mein Älterwerden denke, ich will mich mit jungen Menschen befreunden, damit, wenn um mich herum Menschen sozusagen dadurch, dass sie älter sind, sterben, dass ich am Ende nicht alleine bin. Also das beschäftigt mich total. Oder auch einsam, da kommt mir sofort der Begriff einsam, gell? Dass ich dann nicht einsam bin. Also wie kann da ein Weg raus sein? Das ist auf jeden Fall eine gute Methode, die du da ausgewählt hast. Ich würde dem trotzdem noch voraussetzen, nicht, aber ich glaube, verstanden zu haben, wie du das Ganze meinst. Erst einmal würde ich mich natürlich mit Menschen befreunden, die grundsätzlich ja positiv auf das Leben blicken. Du hast das eingangs gesagt, das ist für mich so dieses wichtige Coach auch für positive Gestimmtheit.
Menschen, die positiv, die grundsätzlich positiv auf das Leben blicken. Und wie alt die dann sind, das spielt keine Rolle. Ich habe in jungen Jahren, kannte ich viele ältere Menschen, auch heute noch. Gerade gestern habe ich wieder ein älteres Ehepaar besucht. Er war in der DDR, er ist heute 92 Jahre alt, war Schach-Nationaltrainer und so weiter. Und die freuen sich halt jedes Mal, wenn ich komme. Das ist schön, aber sich auch mit jüngeren Menschen natürlich zu treffen und sich mit denen auszutauschen, das halte ich auf jeden Fall für eine gute Idee. Mhm. Und natürlich sich am besten dann eben nicht nur auf eine Person zu fixieren, sondern auf mehrere. Das ist eine Variante, aber es gibt natürlich noch mehr. Wenn ich jetzt gerne singe, was ich tue, es will nur keiner hören, ja, ne? Aus gutem Grund, dann kann ich ja zum Beispiel in einen Chor gehen. Allerdings dann soll ich nur in einen Chor gehen, in dem ich mich auch wohlfühle. Denn es geht, natürlich geht es dann ums Singen dann, aber vor allen Dingen auch, dass ich in einer Gemeinschaft bin, in der ich mich wohlfühle. Oder Töpfern oder Kegeln oder ich interessiere mich für Computer oder für künstliche Intelligenz. Egal, es sollte im besten Falle natürlich ein Thema sein, für das ich will nicht immer sagen brennen, das wäre natürlich ganz toll, aber für das ich mich wirklich sehr interessiere. Dann, und wenn ich dann auch noch in einem Umfeld bin, in dem Menschen sind, mit denen ich mich gut austauschen kann, die vielleicht jetzt keine Seelenverwandten sind, aber wo ich dann nach Hause komme und mehr Energie habe als vorher. Ich finde, das ist ein ganz guter Messwert. Dann ist das auch eine gute Idee zu machen. Aber natürlich direkt Freunde zu haben, wie der, von dem du eben gerade erzählt hast, Bertram, mit dem man auch wirklich Deep Dive machen kann, mit dem man wirklich mal auch über solche Themen sprechen kann. Das hat natürlich nochmal eine andere Qualität, ganz klar. Ja. Ich kann das tatsächlich auch so, also deine Ausführungen, Klaus, kann ich gerade bestätigen auch, weil ich ja auch im Alltag mit hochaltrigen Menschen arbeite, die Ü80 teilweise sind und eben auch von Einsamkeit, ja, ich würde sogar sagen, geplagt sind und sich dann eben auch sagen, naja, alle um mich herum sind verstorben. Mein Mann oder meine Partnerin ist verstorben und die Kinder, wenn es Kinder da sind, die sind dann nicht mehr direkt im Haushalt, wie es ganz früher mal noch war. Und da merke ich, dass die das irgendwann in ihrem Leben nicht auf dem Schirm hatten wahrscheinlich. Wahrscheinlich einfach nicht auf dem Schirm hatten oder es versäumt hatten, sich eben genau diesen Kontakte auch, wie du es, Bertram, sagst, zu jüngeren Generationen zu suchen oder zu halten, die nicht Teil der Familie sind. Und da sehe ich dann leider sozusagen die Konsequenz daraus, wenn man das ja für sich nicht, diese Option für sich nicht gesehen hatte. Und der zweite Punkt, Klaus, den du gerade gesagt hattest, das war für mich auch eine enorm schöne Erkenntnis aus deinem Buch, war, weil gerade so ich auch, die in der Beratung arbeitet, Menschen, die auch sich einsam fühlen, ist immer so der erste Impuls zu gucken, okay, was können die Menschen machen, wo sie Kontakte finden? So, da gibt's ja Menschen, da gibt's ja Menschen, aber dadurch, dass die ja auch gewisse Glaubenssätze in sich tragen und damit die auch Jahre leben und vielleicht auch inzwischen eine Art Angst entwickelt haben, vielleicht mit Menschen in Kontakt zu treten, dass da eben diese Hürde eben da ist, ja, ich gehe eben nicht mal eben in den nächsten Gesprächskreis oder Seniorennachmittag oder irgendwie in der Art, sondern ich gucke eher auch in der beratenden Funktion oder für mich selber, was ist eine Tätigkeit, die mir Spaß macht? Wo gehe ich auf? Wo finde ich was Tolles? Wie du gesagt hast, ich singe gern, also gehe ich in Chor. Also da geht's mehr um die Tätigkeit, um was auszuüben, als jetzt Kontakte zu knüpfen. Das ist dann der positive Nebeneffekt. So, und das war für mich wirklich die Erkenntnis. Ich habe das auch direkt den Kolleginnen erzählt, dass ich das eine tolle Erkenntnis fand, dass wir da eher hingucken in der Beratung. Was macht den Menschen Spaß? Was reizt den, was ist so ein Funken Leidenschaft irgendwie auch darin, und wo können wir den Menschen vielleicht unterstützen, dort wieder anzudocken? Genau, denn ein und da gleich die Hemmschwelle niedrig zu halten oder diese Hürde in Kontakt zu treten, niedrig zu halten. Denn so ein Miteinander kann ja durchaus schwierig sein, wenn man jetzt so gar keine Gemeinsamkeiten hat. Aber wenn ich jetzt gerne tanze oder ich habe öfter mal
jetzt nicht Auftritt, aber öfter mal gesprochen in einem diakonischen Werk, wo eben ältere Menschen waren, also in einem Heim, das von der Diakonie betrieben wurde, auch andere allerdings dann, wo ich mich dann einfach mit Menschen unterhalten habe, weil ich das gerne mache. Die machen da zum Beispiel auch manchmal Tanzen im Sitzen, was ich erst lustig fand, aber also der, wenn man das das erste Mal hört, gar nicht vorstellen kann, aber als ich das gesehen habe, welche Freude diese Menschen haben, da geht einem doch das Herz auf. Also da rinnt's mir jetzt, wo ich es erzähle, eiskalt runter, weil ich da so schöne Erlebnisse hatte. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wenn ich irgendwo hingehe für zu einem Thema, in eine Gruppe mit einem Thema, das mich interessiert, dann gibt's ja auf jeden Fall schon mal mindestens eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass ich gerne Tanzen im Sitzen mache, weil es halt anders vielleicht nicht mehr geht. Oder dass ich gerne töpfere oder vorlesen oder Lesehilfe für Kinder oder was auch immer. Es gibt schon mal eine Gemeinsamkeit. Und dass in einer solchen Gruppe die Chance, jemanden kennenzulernen, mit dem ich mich gut verstehe, ungleich höher ist, als wenn ich irgendwo hingehe, liegt ja auf der Hand. Und ich habe keine Garantie. Die Garantie haben wir ja nie im Leben dann. Aber ich habe auf jeden Fall größere Chancen, wenn ich in so eine Gruppe gehe. Und wenn es halt nichts war, wenn ich nach ein paar Mal das Gefühl habe, nee, ich fühle mich da nicht wohl, kann ich trotzdem stolz auf mich sein, denn ich habe es versucht. Und dann natürlich bitte nicht nach Hause gehen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bitte nicht nach Hause gehen und sich dann einigeln, sondern ganz im Gegenteil, stolz auf sich sein, dass du es geschafft hast, deine Komfortzone zu verlassen, dann probier etwas anderes aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es so ist wie vorher. Aber du musst dem Glück, oder du musst natürlich nicht, wir müssen gar nichts dann, aber es ist doch klug, dem Glück eine Chance zu geben, dem Glück jemanden kennenzulernen, wo ich einfach sage, hey, ich habe da kürzlich auf der GSA-Convention die Katharina kennengelernt. Das war cool. Das ist ja eine nette Dame, mit der habe ich mich gerne unterhalten. Die Chance habe ich nicht, wenn ich da nicht hingehe. Genau. Und deshalb die große Empfehlung, probier's aus. Ja, es kann durchaus Mut erfordern, insbesondere dann, wenn man sowas schon Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr gemacht hat. Aber es ist klug und es ist mutig und dieser Mut wird früher oder später, wahrscheinlich eher früher belohnt, ganz, ganz sicher. Ich will das nochmal verstärken, weil mein Freund, der hat gestern genau das Gleiche gesagt, was du gesagt hast. Er hat gesagt, für ihn ist total wichtig, trotz seines Einsamkeitsgefühls rauszugehen, Menschen zu treffen. Super. Und er hat da richtige Rituale entwickelt und manchmal zwingt er sich auch zu diesen Ritualen, damit er das eben für sich herstellt. Und das ist ja das, dass er sozusagen versucht, proaktiv, auch wenn es ihm schwerfällt, was da zu tun und eben sich nicht in sein Schneckenhaus zurückzuziehen, sondern ja, da einen Weg zu finden und mit dem es ihm dann auch selber gut geht. Und von daher, das dockt total an das, was du gesagt hast. Genau, bevor wir zu der Abschlussfrage kommen, weil aus dem, was ihr rausgefunden habt, entsteht ja auch ein gesellschaftliches Problem. Und Katharina, da kannst du ja gleich nochmal aufgehen, aber wir haben ja auch eine Überraschung versprochen, gell? Und wir freuen uns total, Klaus, dass du quasi drei deiner Bücher zur Verfügung stellst, unseren Hörerinnen und Hörern. Und wie ihr an die kommen könnt, das schreiben wir euch genau auf in den Shownotes. Da könnt ihr das nachlesen und dann könnt ihr quasi eins dieser drei Bücher gewinnen, wenn ihr mitmacht bei unserer kleinen Challenge, so will ich es mal nennen. Genau. Und wie gesagt, wie das genau geht, das schreiben wir euch in die Shownotes. Ganz genau. Genau, zur Abschlussfrage, Klaus. Wenn sich jetzt, wir haben ja auch teilweise schon sehr direkt so Richtung unserer Hörer und Hörerinnen gesprochen. Und wenn sich jetzt eben der ein oder andere angesprochen fühlt oder denkt, oh ja, ich glaube, da kenne ich jemanden aus meinem Umfeld, der sich vielleicht womöglich ja einsam fühlt. Kannst du vielleicht das nochmal kurz zusammenfassen, was jeder Einzelne machen kann, was wir als Gesellschaft machen dürfen? Um ja einsame Menschen zu unterstützen und was können wir auch selber tun für uns selber, dass wir eben langfristig wieder sowohl emotional als auch sozial gestützt sind. Ich befürchte, das könnte jetzt eine ganz lange Antwort werden, aber der Podcast soll auch nicht so lange sein.
Darf ich vorher noch in 1-2 Minuten erklären, warum es so klug ist, auch dagegen, gegen diese Einsamkeit vorzugehen? Denn wir waren jetzt noch gar nicht bei dem gesundheitlichen Aspekt. Viele meinen ja, ich mache es jetzt wirklich schnell und flott, aber es ist ein zu wichtiges Thema. Viele meinen ja, ja, wenn jemand einsam ist, ja, das ist rein eine emotionale Belastung und das ist ganz traurig und aber vielleicht geht es auch mal irgendwann weg. Dann, aber es hat auch eine wirklich körperlich-gesundheitliche Komponente. Das Risiko von einsamen Personen, depressiv und ängstlich zu werden, ist zum Beispiel um circa 15% erhöht. Und genauso erhöht sich auch das Demenzrisiko. Wenn ich niemanden habe, mit dem ich reden kann oder so reden kann, wie ich gerne möchte, wie ich es brauche, dann ist das da. Aber Einsamkeit macht uns eben auch körperlich zu schaffen. In Untersuchungen hat man festgestellt, dass akute Einsamkeit, und jetzt reden wir von diesen 3,5 Millionen Menschen, die du eingangs angesprochen hattest, Katharina, man hat festgestellt, dass akute Einsamkeit in uns einen ähnlichen Stresspegel erzeugt wie der körperliche Angriff eines Fremden. Und das können wir uns vielleicht vorstellen. Also gut, ob der unbedingt fremd sein muss, weiß ich jetzt nicht, aber so steht es halt geschrieben. Dann, welchem Stress man unterliegt, wenn man angegriffen wird, das kennt man ja. Und das Gleiche habe ich, wenn ich gerade so einen, ich will es nicht Anfall nennen, aber wenn ich gerade so dieses akute Gefühl dieser akuten Einsamkeit habe. Und das ist schon beeindruckend. Dann viele glauben auch, es gab auch Studien, wo es dann hieß, was glauben Sie, was ist das Schädlichste für Ihre Gesundheit? Und dann kommen natürlich die üblichen Verdächtigen wie keine Bewegung, wenn man sehr starkes Übergewicht hat und Rauchen und so weiter. Und das ist auch alles richtig. Aber der Killer Nummer eins für unsere Lebenserwartung ist tatsächlich Einsamkeit. Also, und jetzt reden wir natürlich von dieser akuten Einsamkeit. Mhm. Einsamkeit heißt, es ist schlimmer als 15 Zigaretten am Tag. Sie ist schlimmer als 6 alkoholische Getränke pro Tag. Ich weiß jetzt nicht welche, aber trotzdem 6 alkoholische Getränke am Tag ist ja durchaus schon eine ganze Menge. Dann, ne? Sie hat mehr Menschen auf dem Gewissen, die Einsamkeit, als mangelnde Bewegung, als Übergewicht, Bluthochdruck und auch Luftverschmutzung. Auch ein Thema, das auch häufiger genannt wird. Und ja, deshalb ist es eben klug. Einsamkeit ist eben ein Leitgefühl, das uns eigentlich sagen möchte, wenn man genau hinhört, kann man es hören, geh raus in die Welt. Und jetzt, das wollte ich noch sagen, damit jedem klar ist, der selber sich einsam fühlt, das ist einfach für einen selber, dass man es sich wert sein sollte, zu versuchen, mit anderen Menschen in Kontakt zu bekommen. Das ist das, was ich auch eben gerade meinte mit dem Glück eine Chance und geh raus. Vor den Tipps für den Einzelnen möchte ich noch auf die Gemeinschaft eingehen. Die Gemeinschaft hat natürlich, oder ja, hat aus meiner Sicht eine moralische Verpflichtung, auch dagegen vorzugehen. Und das bedeutet, dass alle Menschen wirklich auch mitarbeiten sollten, dass das Thema wirklich auch angesprochen wird, dass es eben nicht mehr stigmatisiert wird. Und deshalb sind so Dinge wie Silbernetz ganz, ganz großartig. Die Dame ist ja unfassbar engagiert. Ich finde sie klasse. Sie ist ja auch immer wieder Podiumsgast bei dem Kompetenznetz Einsamkeit oder das Kompetenznetz Einsamkeit, das vom Staat mitfinanziert wird. Noch mit viel zu wenig Geld, im ersten Jahr 1 Million Euro, was ein schöner Start ist dann, aber das Thema ist zu wichtig, als es noch zu klein zu halten. Aber der Anfang ist gemacht und das ist schon mal ganz gut. Und jetzt komme ich auf den Einzelnen. Was können einzelne Menschen machen? Was kann jeder für sich tun oder auch für andere tun? Ich kenne viele Menschen, ihr vielleicht auch, die von sich selber so ein Bild haben, nee, ich kann das nicht so, ich bin introvertiert, ich bin schüchtern und die sich also mit Eigenschaften betiteln, die eher ungünstig sind, um auf andere Menschen zugehen zu können. Und das, wenn man sich das oft genug sagt oder denkt, dann ist das auch so, denn unser Unterbewusstsein ist ja wie ein kleines Kind. Das kann man, wenn das oft genug hört, Dinge, die wir in der Kindheit gehört haben, jetzt reden wir in der Psychologie, ihr kennt das innere Kind, dann das ist ja tief verwurzelt. Und wenn man sich das selber dann auch sagt und die Sachen, die man früher gehört hat oder die man selber von sich denkt, wenn man die oft genug nur wiederholt, dann ist das nicht unbedingt günstig. Die gute Nachricht ist,
ich kann es auch andersrum machen. Selbst wenn ich eher von mir das Gefühl habe, ich bin halt nicht so freundlich, ich kann das nicht so mit dem Drücken und so weiter, muss man ja gar nicht machen dann. Trotzdem kann man sich in eine Richtung bringen, wenn man sich das immer wieder sagt, morgens vor dem Spiegel. Man kann sich einen Timer setzen oder immer, wenn ich eine Tasse Kaffee trinke oder immer, wenn ich aus dem Haus gehe, dann sage ich mir halt, ich bin freundlich. Und am besten, dann sage ich es mir halt 5-mal. Ich bin ein freundlicher Mensch. Ich bin aufmerksam mit anderen Menschen. Es fällt mir leicht, auf Menschen zuzugehen. Wenn es mir in dem Moment nicht leicht fällt, dann denkt man sich die ersten Male vielleicht noch, um Gottes Willen, was rede ich denn hier für einen Schmarrn, für einen Unsinn. Man merkt, dass ich in Bayern aufgewachsen bin. Was rede ich denn für einen Unsinn? Aber das wird leichter. Ich kann nur jedem raten, zieh das durch oder halt Sätze, die dir helfen, ein besseres Bild von dir zu haben. Das Ganze setzt sich auch dann um in deinem Verhalten, dass es dir auch leichter fallen wird, auf andere Menschen zuzugehen. Dann Ablenkung durch Hobby, das haben wir jetzt, glaube ich, schon ausführlich betrachtet. Ganz wichtig, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, an die jungen Menschen, an die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, heute auch schon an jede Altersgruppe, real vor digital. Nichts gegen soziale Medien, das ist toll für Business oder auch einfach so, um sich mal zu unterhalten. Aber ich rate jedem, sich da nicht zu tief reinzuziehen, sich irgendwie ein Limit zu setzen, wie lange man das am Tag wirklich machen möchte. Über Facebook ist die Wahrscheinlichkeit, wirklich diesen Seelenverwandten, die Seelenverwandte zu finden, eher gering. Rausgehen in die Welt und dort Menschen treffen, zum Kaffee trinken gehen, vielleicht eingeschlafene Beziehungen wieder aufwecken. Manche Beziehungen schlafen ein aus irgendeinem Grund, nicht weil man sich irgendwie böse war oder weil man gestritten hätte, sondern, mein Gott, da wurde geheiratet oder irgendwas oder umgezogen und so weiter und dann verliert man sich aus den Augen. Es wäre doch mutig, wenn ich einfach mal zum Hörer greife und eine Nummer wähle und dann sage, Mensch, und dann halt die Freundin, den Freund ansprechen und dann sagen, du, ich habe jetzt in letzter Zeit öfter an dich gedacht, wollen wir uns nicht mehr wieder treffen? Dann, ne? Und die Kunst, wenn ich mich einsam fühle, ist dann aber auch noch dabei, nicht bedürftig zu wirken. Wenn ich dann noch den Satz dazu sage, ich bin immer so einsam, ich brauche jemanden zum Reden, das kann ich ja denken, das ist ja alles okay, aber wenn man bedürftig wird, das könnte für potenzielle Gesprächspartner nah dran sein an langweilig. Die wollen ja auch ein interessantes Gespräch haben. Nicht nur ich, der sich jetzt vielleicht gerade einsam fühlt. Also, um es nicht zu lang zu machen, aber ich habe halt so viele Gedanken, weil das so ein furchtbar wichtiges Thema ist. Ruf an, schau oder mach irgendetwas, um eingeschlafene Beziehungen wieder aufzuwecken. Dann natürlich gezielt soziale Kontakte anstreben oder auch wenn ich irgendwo in einem Kurs bin, nehmen wir nochmal diesen Töpferkurs, da gibt es ja immer irgendwelche Dinge zu organisieren, nicht nur mit dabei sein, sondern sich auch engagieren, wirklich Verantwortung übernehmen, wo es heißt, wir müssten das und das besorgen, wer kann das machen? Ich mache das, also jetzt nicht so laut, wie ich das jetzt gerade mache, dann aber Verantwortung übernehmen, denn dann werde ich gesehen. Da geht es jetzt nicht irgendwie, sich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern einfach zu zeigen, ich engagiere mich für die Gruppe, ich bin für euch da. Das macht natürlich interessanter. Es ist auch schön, dann eine Aufgabe zu haben, vielleicht mal mehr Aufgaben zu bekommen, hoffentlich nicht als einziger, weil dann ist es wieder ein anderes Thema jetzt dann, aber sich eben auch zu engagieren. Nicht nur dabei sein, sondern sich wirklich engagieren. Und das eins der wichtigsten Dinge, und jetzt komme ich auch zum Schluss, Katharina, ist, interessiere dich für deine Mitmenschen. Denn ich bin einsam. Ich möchte gesehen werden und das gilt für alle Menschen. Ein Satz, den ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe von diesem schönen Podcast. Menschen möchten gesehen werden von anderen Menschen. Aber es sollte ja keine Einbahnstraße sein. Ich kann mich ja nicht hinstellen und mir denken, ja, jetzt schaut mich an. Keiner schaut mich an. Es ist klug, sich für andere Menschen zu interessieren, nachzufragen, wirklich ernsthaft nachzufragen, wie geht's dir denn? Oder wenn ich an der, was weiß ich, so ein kleines Ding, ach, ich kann noch so viel erzählen, aber dann wird's wirklich zu lange dann, ne? Aber sich wirklich über den Durchschnitt hinaus zu interessieren. Wenn ich an der Kasse stehe und dann nach vorne gelassen werde, dann, ja, dann sagt man natürlich Danke. Das ist ja ganz, ganz normal. Aber wie wär's denn,
wenn ich bezahle und wenn ich fertig bin, wenn ich mich dann dieser Person noch einmal zuwende und noch einmal sage, vielen Dank, dass Sie mich vorgelassen haben. Also noch einmal bedanken und auch sagen, wofür ich mich bedanke. Daraus, also ich mache das immer, wenn ich nach vorne gelassen werde. Und daraus haben sich schon manchmal nette Gespräche ergeben, manchmal auch nicht. Aber ich garantiere, ein Lächeln gibt es so gut wie immer. Und das ist nur ein Beispiel. Eines noch, Katharina, eines noch dann. Ne? Wenn ich versuche, mich mutiger zu machen, denn der fehlende Mut, das ist ja, das kann man ja verstehen, das hat man sich ja auch über viele, viele Jahre antrainiert. Und ich empfehle dann Menschen, mit denen ich über dieses Thema spreche, dass ich sage, geh doch mal, wenn du morgens in den Bus oder in die Straßenbahn oder U-Bahn einsteigst, dann geh doch mal rein und sag ganz laut, guten Morgen. Das ist, ja, das erfordert Mut. Und ganz sicher, da wird es ein paar Menschen geben, die dich anschauen und glauben, du hast sie nicht mehr alle. Tatsächlich wird's aber, da bin ich mir ganz, ganz sicher, die meisten werden sich denken, oh, den Mut hätte ich nicht. Und 2-3 Menschen mindestens werden dabei sein, die lächeln und vielleicht sogar ins Gespräch mit dir kommen. Und wenn du das öfter machst, ja, mein Gott, da werden ein paar Leute sein, die dich seltsam finden. Und schlimmer wird's aber nicht. Sie finden dich seltsam. Du kennst dich sowieso nicht dann, ne? Du kannst es ja erst mal in einer anderen U-Bahn ausprobieren, wo Menschen sind, die du noch nicht kennst vielleicht oder die du nicht jeden Morgen siehst dann. Ja? Aber das mache ich tatsächlich in Trainings, sogar mit Managerinnen und Managern, die Angst vor Ablehnung haben. Und das hat ja per se jeder Mensch in sich. Und, aber das führt es wirklich zu weit. Ich könnte euch da noch viele Sachen bringen. Der wichtigste Satz aus allem ist, glaube ich, der, geh raus und sei freundlich. Toll. Das ist schön. Ich habe tatsächlich mir gerade noch Notizen gemacht, weil ich unbedingt auch noch 3 Punkte ergänzen möchte oder bestätigen möchte oder untermauern möchte vielleicht. Klaus, ich fand es gerade total gut und wichtig, dass du die körperlichen Konsequenzen in Bezug auf Einsamkeit noch betont hast, erwähnt hast. Du hattest von akutem Stress auch gesagt, aber auch wir haben auch chronischen Stress. Einsamkeit kann auch ein chronischer Stress eben in uns sein. Und chronischer Stress ist mit auch Ursache für chronische Erkrankungen. Also, dass wir da wirklich auch für uns hingucken können, dass das echt sehr eng beieinander liegt. Deswegen total gut, dass du da nochmal einen Fokus drauf gelegt hast. Auch, genau, der Punkt, wie wir selber mit uns umgehen, welche Glaubenssätze wir in uns tragen. Da auch vielleicht so ein Gedanke von mir zu gucken, sich mal wirklich 10 Minuten einfach nur zu nehmen, das habe ich auch mal gemacht, sich hinzusetzen und sagen, okay, ich guck mal drauf, was ich denn gut kann. Also so positive Seiten von mir niederschreibe. Und dann, ich glaube, dann fällt einem das leichter, diese positiven Sätze auch zu formulieren. So, ich bin freundlich, ich bin gut gelaunt oder ich bin auch humorvoll oder so. Wenn man das vorher sich erstmal so sortiert hat, was kann ich denn eigentlich auch? Und was ich auch total nochmal spannend finde oder schön finde, oder auch wichtig zu betonen finde, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass ihr im älteren Alter es wichtig findet, Kontakt zu jüngeren Generationen aufzunehmen. Gleichzeitig beobachte ich das jetzt so bei mir und ich finde es total wertvoll für mich und mein Leben, der Kontakt zu Älteren, sei es beruflich, sei es privat, sei es mehr beruflich, privat, irgendwie Bekannte irgendwie dazwischen. Oder ich mich letztens auch, so Thema real vor virtuell, mich auch mit einer Frau verabredet hatte, mit die ich über LinkedIn kannte. Die hat gesagt, hey, sie ist in Hamburg und hast du nicht Lust, dass wir uns auf einen Kaffee treffen? Und ich habe gesagt, mega cool. Ich habe sie nur eben über LinkedIn gekannt, fand sie total spannend. Sie fand mich irgendwie spannend und dann haben wir uns getroffen und es war total cool. Sie war einfach über 30 Jahre auch älter als ich. Jetzt habe ich sie älter gemacht als sie ist. Über 20 Jahre älter. Und es war ein total wertvolles Gespräch und ein Austausch. Und weiß auch, wenn ich in München bin, darf ich bei der auch mal bestimmt an der Tür klopfen und sie lässt mich rein. Und das ist total, also in beide Richtungen ein wertvoller Austausch, sich über die Generationen hinweg auszutauschen. Auch außerhalb der Familie. Und vielleicht sogar noch mehr. Genau, und weil du, Klaus, jetzt so viel noch erzählen hättest können, ist das vielleicht wirklich so der Aufruf an die Hörer und Hörerinnen, uns auf Apple Podcasts zu rezensieren, sagt man das so, und sich eben auf das Buch zu bewerben.
Genau. Und Bertram, an dich zurück. Du hast das Abschlusswort. Klaus, dir herzlichen Dank. Also ich spüre, wie du für dieses Thema lebst sozusagen. Das kommt total rüber. Und ich finde auch, es sind die kleinen Dinge, die dann den Unterschied machen. Und du hast ja gerade in noch sozusagen der Zusammenfassung, was kann denn der Einzelne machen und was können wir machen, hast ja viele kleine Aspekte gesagt, die so einen kleinen Sprung erfordern und dann können sie schon eine Wirkung entfalten. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt sozusagen, genau, sich das einfach zu trauen. Und ich glaube, du bist ein Vorbild dafür, sich das zu trauen. Und so in dem Gespräch ist mir dann so ein bisschen wie eine Schlagzeile gekommen, sozusagen vom IT-Experten zum Mentalcoach. Und das drückt ja auch was aus, finde ich, gell? Also, und da steckt auch was drin, was total wertvoll ist, nämlich sich andere Wege zu trauen, gerade auch in Zeiten, wo es vielleicht nicht so leicht ist und sich dabei auch Unterstützung zu holen und zu lernen und sich zu entwickeln. Genau, ich sage herzlichen Dank euch beiden, uns allen. Es war ein schönes Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude. Ja. Es war sehr schön mit euch. Ja, tschüss. Danke, Klaus, dass du da warst. Danke. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Haben Sie uns schon auf unserer Homepage besucht? Auf www.gelassen-älter-werden.de finden Sie noch mehr Informationen. Oder Sie besuchen uns auf YouTube, Facebook, Instagram und LinkedIn. Über Ihre Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns. Und empfehlen Sie uns gerne weiter, denn welcher Best-Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und allzeit entspannt. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihre Katharina Maria Klein und Ihr Bertram Kasper.